Tag 19. Okay, mal sehen, was wir zu sagen haben. Das arme Zwiebelchen, vielleicht sollten wir etwas tun. Ihr Wunsch ist mir Befehl, Brittany. Also los, Alf. Lass dir mal fix was einfallen. Also... Hier am Ufer scheint eine Stelle zu sein, in der wir hinüber könnten. Dann sollten wir wohl zusehen, dass wir auf die andere Seite kommen. Du bist ein Schatz, Alf. Tja, dumm gelaufen, Charlie, dumm gelaufen. So ist es, wenn man einfach bloß Sachen weitergibt und sich nicht selber löst. Aber wenigstens fair von Brittany. Ich glaube wirklich, Charlie steht auf Brittany, aber Brittany hat, glaube ich, eher was für Alf, ne? Und Alf ist einfach beide scheißegal. Er will zwar nicht, dass Charlie was von Brittany haben will, aber er will auch nicht Brittany. Er will aber bloß die Mission drum bringen. Ach, schön. Okay, gut. Schauen wir jetzt mal. Nehmen wir erstmal wieder alle Arten. Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht eine Stelle, wo wir hinüber könnten. Soll das heißen, dass wir dort hinüber sollen? Weil ich meine, klar, wir können hier rüber. Ich sehe halt nur nicht, wohin damit dann. Wir erkunden erstmal die andere Seite dort. Dort haben wir bisher auch die ganzen Scherben gefunden. Ich hoffe jetzt nur, dass wir, dass wir nicht wieder auf irgendwelche Viecher stoßen. Es ist zwar richtig, richtig cool gemacht mit diesen Seerosenblättern, ist aber auch ein bisschen ätzend, wenn man eins verpasst. So wie gestern halt. Ich hätte die Pikmin noch bekommen, hätte ich nicht das eine Seerosenblatt verpasst. Das ist dann halt ein bisschen schade, aber da muss man aufpassen, so muss man sagen. So, dort oben waren wir jetzt ja komplett. Dort ist ja das kleine Wasserbecken mit dem Frosch. Da können wir aber noch gar nichts machen. Das heißt fast schon Höhle, nicht wahr? Oh. Wieso will mir das schon wieder nicht gefallen? Wieso ist da eine Frucht? Ist die... Ja, die muss ja. Die muss ja unter diesem Zupfkraut sein, nicht wahr? Was wir ja bisher noch gar nicht machen können. Also ich kann mir schon gut vor... Ah ja, die Bomben. Ja. Das will ich eigentlich mal kurz machen. Dann haben wir nämlich eine Möglichkeit, wieder zurückzugehen. Das hätte gestern auch sehr geholfen. So. Ups. Hier runter. Dann können wir nämlich auch von der Seite aus wieder dorthin gehen. Ach so. Wir haben hier ja auf der anderen Seite das auch. Das ist ja interessant. So, und... Sind das jetzt bloß zwei? Schau mal. Ah, nee, sie wird das zuerst angebrochen und dann werden die zwei Teile. Okay, gut. Das heißt, wir können ja die drei Bomben voll los werden. Wunderschön, wow. Das war eine mächtige Explosion. Kommen hier denn jetzt auch Seerosenblätter? Das ist irgendwie wie auf dem Bus zu warten, irgendwo im Nirgendwo. Das ist so, kommt da jetzt einer oder... Ach komm, Pikmin, ne? Bekommt ihr nicht? Schade. Gut, kein Früchtchen für uns. Aber wo Früchtchen? Wir wollten ja immer wieder Früchte lesen. Zumindest habe ich das ja mir vorgenommen. So. Halt, nein, die da. Genau, die verkleidete Delikatesse, die Kiwi. Saftfaktor 1,5. Gesammelt 2 von 2. Sehr schön. Zunächst wirkt die Frucht wie eine behaarte Lebensform. Doch ihr Duft verheißt Pikamin U. Und ich kann mich gar nicht satt sehen. Weiter als zum Appetitverlust beim Anblick des Captains sind meine Forschungen zum Thema Sattsehen leider nicht gediehen. Okay. Das heißt, sie will wirklich nichts vom Captain. Das ist interessant. So, jetzt können wir aber auch wieder aus dem Lager raus in diese Richtung, ohne diesen ganzen Umweg dort oben entlang gehen zu müssen. Das ist interessant. Also was heißt interessant, aber es ist hilfreich, so muss man sagen. Wir erkunden jetzt erstmal die Höhle, soweit wir können. Ich schau mal, entweder vielleicht die Höhle oder halt dann wirklich... Okay.
Ja, das sind aber wahrscheinlich bloß diese Blutegel, nicht wahr? Die im Wasser sind. Hier ist soweit gar nichts. Ja, aber auch keine Frucht auf der Karte. Hm. Dort oben geht's hoch. Oh Gott. Ach so, ja, dafür brauchen wir Licht. Jetzt verstehe ich auch, was das für Dinger sind. Okay. Mir macht's noch so ein bisschen Sorgen. Da haben wir auf jeden Fall die Stromleitung. Wow, 20 gelbe. Das ist irgendwie viel. Wow. Okay. Hat man genau 20? Das wäre krass. Da sind große Blumen. Das sind richtig, richtig große Blumen. Ah ne, wir hatten 26. Hätte mich auch gewundert. Wir hatten sogar mehr als 26, nicht wahr? So, und ja, das waren wirklich bloß diese Blutegel im Wasser. Okay. Ist zwar ziemlich cool gewesen, dass man das so nicht gesehen hat, weil so schummrig. Ich bin davon ausgegangen. Wir haben noch alle 100, okay. Oh, da sind die letzten Scherben. Okay, sehr schön. Einfach alle mal. Da habe ich jetzt gerade eben keine gesonderten Pikmin, denen ich das mitgeben könnte. Ich will jetzt eigentlich bloß, dass alle wieder da sind. Waren es 30 oder waren es 33? Na, hier oben scheint nichts mehr zu sein. Wir kommen hier jetzt aber auch nicht arg viel weiter. Dafür brauchen wir dann erst... ein Zähler-Pellet, ja. Dafür brauchen wir dann auf jeden Fall erst andere Pikmin. Wir können hier das Pellet mitnehmen. 5er für Steine? Gerne gesehen. Na komm. Wo habe ich das denn hingeworfen? Achso, wegen der Kamera. Ich dachte gerade schon. So, sehr schön. Wenigstens da helfen sie dann. Und 1 für Gelbe ist jetzt echt nicht notwendig. Und das meine ich halt. Wie weit wurde dieses Pikmin jetzt mitgeschleift? Das geht doch nicht. Vor allem an solchen Kartenübergängen kann man dann sehr, sehr schwer das immer wieder sehen. Also das ist richtig, ja, richtig schlecht gemacht, muss man sagen. Da verstehe ich auch nicht. Irgendwo sind Pikmin in Schwierigkeiten. Wie jetzt Pikmin in Schwierigkeiten? Wo? Wieso? Hier auf dem Pfad? In der Höhle? Sind da noch Steine? Nee. Ich wüsste jetzt aber echt nicht wo. Ein Pikmin ist gestorben. Woran? Es ist doch nicht ins Wasser gefallen, oder? Keiner. Das Pikmin... Jetzt sind es wieder 100, ja, weil wir wieder eins dazu bekommen haben. Hä? Hä? Wo ist das Pikmin gestorben? Ja. Wie gesagt, keine Ahnung. Das ist so eine Sache, ich verstehe es nicht ganz. Ah, das ist ein Stein von mir aus. Kann nicht schaden. So, die Brücke haben wir aber fertig. Da sind immer noch die seerosen Blätter ins Niemandsland. Und ja, wir können ja gerade nichts machen, außer die Brücke zu benutzen. Deswegen werden wir das mal tun. Mich würde echt bloß interessieren, was seine Pikmin gestorben ist. Naja. Okay, Flügel-Pikmin 1. Flügel-Pikmin können fliegen. Wow, Spiel. Erstens, Spoiler, hallo. Zweitens, danke, Captain Obvious. Danke. Pikmin mit Flügel können fliegen. Es sind nicht nur Deko-Sachen. Oh Mann, okay, gut. Das ist schön. Ich bin trotzdem nicht allzu begeistert. Na, geh weg, du Drecksblatt. Du auch. Wir müssen die Zwiebel retten. Die sind viel zu gefährlich, da man sie einfach nicht mit C überrennen kann. Ich hasse die Biester. Da, tschüss. Drecksblatt. Dich erwische ich so. Wie gesagt, furchtbare Biester. Mit C gar kein Thema, aber so eine echte Gefahr. So, wie befreien wir dich denn? Oh Gott, hi! Du bist ja niedlich. Wow.
Du bist ein kleines, niedliches Spinnchen. Und damit haben wir die nächste Zwiebel. Hä, wie erklären Sie das jetzt? 97? Wozu habe ich jetzt wieder Pikmin verloren? Oder konnte ich hier nie komplett 100 mitnehmen? Scheinbar nicht. Konnte ich hier noch nicht 100 mitnehmen? Weil es ist ja gerade erst gespawnt, deswegen. Kann ich die hier reinpumpen? Nee. Ja, weil ein Pikmin bringt es jetzt halt auch nicht. Wir müssen jetzt erstmal die neuen Pikmin kennenlernen. Ist mir aber gar nicht aufgefallen, dass wir bloß 99 hatten. Und ist jetzt ein Pikmin despawned oder? Ich habe keine Ahnung. Wir packen euch erstmal komplett weg, weil wir uns jetzt eh erstmal um die neue Art kümmern werden heute. Das passt also so schon mal ziemlich gut und wir können gerade eben eh nichts mehr machen. Das heißt, es geht jetzt den restlichen Tag darum, die neuen Pikmin zu vermehren. Mal so richtig in Gang zu bekommen, ja. Okay, dann zupfen wir dich mal. Jetzt bin ich sehr gespannt. Flügel-Pikmin. Die befreite Zwiebel hat den Keim einer neuen Pikmin-Art ausgestoßen. Dieses Pikmin hat kleine Flügel, mit denen es fliegen kann. Okay, es fliegt jetzt tatsächlich und jetzt können wir das Zupfkraut. Okay, und es fliegt auch die ganze Zeit. Das ist sehr interessant. Auf die Flügel-Pikmin habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, weil die haben mich sehr interessiert, wie die jetzt das ganze Spiel verändern werden. So, hier ist mir erstmal die Notiz. Mal sehen, ob Captain Obvious wieder zuschlägt. Flügel-Pikmin 2. Flügel-Pikmin können Objekte durch die Luft tragen. Wow. Das heißt, sie können mit ihren Flügeln nicht nur fliegen, sondern sie können wie ganz normale Pikmin auch Sachen transportieren und durch Tipp Nummer 1 sie auch durch die Luft transportieren. Ich bin begeistert. Ja. Ich finde es immer schön, wie die Pikmin einfach so daneben stehen. So, oh. Also schön gemacht ist es ja, aber die Tipps sind halt mal wieder so allererste Sahne. Kann man daran ziehen? Du hast daran schon gerade gezogen, Alf. Also dein Pikmin hat, wow, 5? Wieso erkennt man das nicht, dass man da mehr braucht? Ja, die machen irgendwie niedlich. Das sind irgendwie süße Pikmin. Ich dachte, das geht schneller, weil er direkt die Dings angreift. Direkt das Pellet. Naja. Kannst du dann das hier rausholen? 3. Wow, nein, nicht Charlie und... So, du mit. Das finde ich ein bisschen doof, dass man im Zupfkraut nicht sieht, wie viel man dafür braucht, wie viel Pikmin. Das, wie gesagt, das ist ein bisschen merkwürdig gemacht. Ja, toll, für ein paar Termiten. Könnt ihr mal aufhören? Ich hasse das, diese beiden Captains, dass die ganze Zeit irgendwo sonst wo rumhängen. So, nehmt sie mit. Ihr beiden seid über. Seid gleich alle über. Das ist ein bisschen merkwürdig, das zu machen. Oh, da ist ja noch die Spinne. Stimmt, genau. So, die hat euch hier so ein bisschen gefangen gehalten. Hornissnarak. Jetzt dürft ihr sie mitnehmen. Wäre interessant, wenn die Flügel-Pikmin ein bisschen mehr bräuchten, damit sie hochfliegen könnten. Wobei das dann irgendwo ein bisschen blöd wäre. Ja, keine Ahnung. Sie müssten auch irgendwo dieselbe Tragekraft haben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe den Gedanken, glaube ich, nicht ganz zu Ende gedacht. Den Pellet. Ist so ein bisschen überraschungseilmäßig, ne? Was man bekommt. Ist irgendwo cool, aber wie gesagt, ist ein bisschen dämlich, dass man es halt nicht sieht, wie viel Pikmin man dafür braucht. Weil so muss man halt immer dementsprechend viele mitnehmen. Um dann zu sehen, ah, gut, okay, so und so viel kostet das dann. Aber okay. Okay, da können auch bloß eine gewisse Anzahl daran ziehen.
Das ist ja merkwürdig. Okay, aber das Zupfkraut dort hinten, das können wir wegziehen, um dort die Seerosen zu starten. Okay. Wow, die Frucht. Ja, die Frucht tut jetzt gerade noch nicht zurücktragen. Wir brauchen zu... Mitkommen. Brauchen zuerst mal ein paar Pikmin von euch. Das wäre jetzt vorerst mal wichtig. Ah, die sind richtig niedlich. Die sind irgendwo auch cool gemacht. Ich kann hier jetzt ja auch rüber, ne? Das ist krass, wow. Wir haben jetzt eine Alternative zu Blauen. Das ist irgendwo richtig cool. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Lass mich raten, die können durch Wasser fliegen. Oh, Hornissarak. Betätige die Pfeife, um die Pikmin zu retten, dass sich im, betätige die Pfeife, um ein Pikmin zu retten, das sich in einem Netz verfangen hat. Wäre der Tipp nicht früher interessant gewesen, als ich gerade ihm gegen Hornissarak gekämpft habe? Keine Ahnung. So, ihr bekommt das auf jeden Fall ja weg. Wie viel brauchst du? Das finde ich jetzt halt doof. Ich würde da ganz gerne sehen, okay, du brauchst so und so viel. 5. Okay. Gehen wir hin. Das ist richtig cool. Ich mag das jetzt schon. Vor allem, die sind halt auch immun gegen alle Viecher auf dem Boden. Die Viecher können dann zwar meistens wahrscheinlich hochspringen und sowas. Okay, das reicht. Dort hinten hat mir ja gar nichts mehr, nein. Wow, was? Achso, nein, nein, achso, ja gut, klar. Stimmt, das ist hier ein bisschen anders. Damm. Was? Nein, Damm. 10. Das bekommen wir doch noch hin, oder? Oh Gott, nein, bitte, nee. Hoppla. Die Frucht bekommen wir zwar heute nicht mehr heim, aber, ja, wobei, 3 für die Frucht, das könnte reichen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht gleich Flügelpigment verliere. Polierter Bernstein. Na komm. Oh wow, die nehmen ja auch noch den Direktweg. Wie cool ist das denn? Ich dachte, die müssen sich jetzt wenigstens ein bisschen daran halten. Aber es ist ihnen einfach scheißegal. Richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Das eine Flügelpigment so... was tue ich hier? Bitte sag mir, dass ich da wieder rankomme. Oh, die Drake. Oh, wir werden gerufen? Wer kann das sein? Doch nicht, die Drake. Louis! Dolphin? Ich bin Lou, Captain Uli. Großer Baum. Kreaturen, überfallen. Hilfe! Was zur Hölle, Louis? Captain Uli? Captain Ulima? Die Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, müssen von ihm sein. Er scheint in Gefahr zu sein. Wir müssen ihm helfen. Was zur Hölle treibt Louis hier schon wieder? Ulimas Signal kommt vom Unterlauf des Flusses. Ah, Louis, es war so klar, dass wir dich nicht irgendwie... Okay, 6 Stück sind noch unterwegs. Die... sollten aber gleich ankommen. Genau, und jetzt sollten wir eigentlich gleich die Frucht bekommen, ne? Danke. Wunderschön. So, ihr dürft... Wie machen wir das denn jetzt? Kann ich diese Blobs anvisieren? Danke. Sehr angenehm. Wie sie sich freuen. Sehr schön. Okay, keine Pikmin verloren und 25... Ja, beziehungsweise ja sogar schon 31 Flügelpikmin. Das gefällt mir doch gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön und richtig, richtig cool gemacht. Dass die halt wirklich auch, ja, Luftlinie fliegen. Wahrscheinlich nicht über Größe, aber ich meine, das waren auch schon, ja, ich will sagen Gebirge und sowas. Wieso eigentlich keine Pikmin draußen? Aber die Flügelpikmin ja gesondert sind, stimmt. Das waren ja auch schon Gebirge und sowas, also bloß sehr, sehr hohe Sachen werden da im Weg stehen. Übrigens, was passiert bei Flügelpikmin, wenn sie in der Nacht bleiben? Weil ich meine, der orangene Punktkäfer hätte jetzt ja keine Chance gehabt, ne? Das hätte ja nicht funktioniert. Oder wie soll der die Viecher schnappen? Oder fliegen die so niedrig? Ich weiß es nicht. Oh Gott, nein.
Tu es nicht! Nein! Sie hat die andere absorbiert. Steckt da ein Plan dahinter? Sie entwickelt sich weiter. Und sie ist größer geworden. Ja, und ruseliger. Kann man das mischen? Das ergibt ganz sicher einen interessanten Geschmack. Wir nehmen es erstmal so. Was gibt das denn? Hey, gibt sogar eins. Wow, ich hätte jetzt fast schon mit dem halben gerechnet. Nice. Sehr, sehr schön. Dieser Augenblick lässt sich die Mühe des Tages vergessen. Ja, ich weiß. Du musst teilen. Das hast du mir schon 10.000 Mal erzählt. Ja, unsere Vorräte reichen auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Und ab jetzt wird es auch noch mehr, weil wir ja jetzt gut was dazu bekommen. Sehr, sehr schön. Wir haben die Flügel-Pikmin entdeckt. Heute eins verloren. Ich kann nur wieder mutmaßen, was da passiert ist. Das ist... Ich will ja nichts sagen, aber ja, Pikmin 3. Ich habe keine Ahnung, wann das passiert sein soll. Das ist halt so. Wir sind aus der Höhle rausgekommen. Und dann ist irgendwo ein Pikmin gestorben. Haben wir da irgendwo eins übersehen, oder? Warte mal. Das will ich jetzt mal überprüfen. Ich bin gerade eben eh schon dabei. Die laufen da raus, laufen dort hoch. Was zur Hölle? Es ist tatsächlich so. Die Pikmin haben die Brücke gebaut. Ein Pikmin ist irgendwie festgebackt. Die Brücke ist runtergefallen und das Pikmin ist gestorben. Was zur Hölle, Spiel? Wie gesagt, es ist Pikmin 3. Das darf doch nicht passieren, dass Pikmin beim Brückenbau sterben, wenn sie unbeaufsichtigt sind. Wow. Na gut, okay, wenigstens wissen wir es jetzt. Es war also absolut nicht meine Schuld, sondern einfach nur das Spiel wieder. Aber wie gesagt, ich habe mich damit abgefunden von mir aus. Das ist ein Stein-Pikmin. Wir haben 153 andere. Wir sind mehrfach über Aufzeichnungen gestolpert. Und jetzt hatten wir endlich Kontakt zu ihrem Verfasser. Captain Olimar vom Planeten Hokotate. Doch wurde er von einheimischen Kreaturen angegriffen und befindet sich in akuter Gefahr. Verlieren wir ihn, verlieren wir auch alle Hinweise auf den Verbleib unseres Überlichtschlüssels. Also sollten wir ihn schnell retten. Alf. Oh ja, wir wissen ja zwar, dass es sich um Captain Louis handelt, aber trotzdem, auch den Tölpel muss man retten. Ich meine, wir haben einen kompletten Planeten nach ihm abgesucht, da werden wir ihn jetzt nicht im Stich lassen.